denn dann mal? Wo ist jetzt der Bruder? Was? Ach so, keine Ahnung. Merde. Meoniuda. Oh mein Gott. Nö, echt nicht. Los, beweg dich. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. Ich bin der Kerl. Ah, okay. Ja. Ich suche mir wieder Streit. Meinst du, der ist gestorben und das kriegt man erst am Ende gesagt? Oder meinst du, der kommt da jetzt nochmal als der heimliche Retter? Ich glaube nicht, dass er tot ist. Meinst du? Jetzt hat er es runtergeschmissen. Was hast denn du gefunden? Ja, keine Ahnung, ich konnte es mir ja nicht angucken. Mann, kannst du nicht mal aufpassen hier? Ja, ein Scheißreck. Ja, ich wollte auch mal gucken. Ja, was lässt du dir das abnehmen? Der ist einfach gegengeschlagen. Was kannst du eigentlich? Digga, wenn ich dir dann Essen aus der Hand schlage, was machst du denn dann? Dann kannst du auch nichts gegen machen. Doch, ich halt's fest. Scheißdreck. Mann, wenn das Mann, unerwartet Mann. Kommt, kannst du gar nichts dagegen machen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Los! Ach so, aber deinen Scheiß lässt du überall fallen, weißt du? Ich hab's aber wieder aufgehoben. Los! Scheißdreck hast du aufgehoben. Natürlich habe ich es aufgehoben. Das ist der Riesenunterschied. Würdest du mal weiterlaufen? Danke. Hast es nicht aufgehoben. Doch. Nein. Lern verzichtet. Mir gefällt es hier absolut nicht. Ja, lauf mal gegen die Wand. Klappt halt die Fresse. Schon mal gucken, ob man hier noch weiter kann. Nee, kann man nicht. Pourquoi vous êtes pas ici? Je préférerais être n'importe où qu'ici. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Fermez-la. Continue. Was haben die jetzt mit uns vor? Los! Ja, guck mal schneller, ich will auch. Ja, würde ich ja gehen, aber die lassen mich ja nicht richtig gucken, meine Fresse. Toll, jetzt kann ich ja mal gucken. Was war denn das? Nur so ein Uniformzeugs, wo Miller drauf stand. Was, Müller? Miller. Ach, Miller. Ich glaub nicht, dass da irgendwo Müller drauf steht. Lauf doch mal irgendwo hin! Was, Scheiße? Was ist denn da? Soll ich vorlaufen? Traust du dich Nein. nicht? Aha. Wo sind eigentlich die anderen? Keine Ahnung. Ich will auch gucken. Kann man denn so? Wow! Ja, einen Scheißreck kriegst du hier zu sehen. Osan, Jan braucht dich hier. Okay, ihr alle in den Raum. Alles klar.
Wo kommen die auf einmal her? Die waren die ganze Zeit nicht da. Die haben auf einmal da vorne gestanden. Hey, es ist dunkel hier drin. Licht. Das ist dein Problem. Ja. Oh. Danke. Genau, da bin ich erinnert. Ja, wahrscheinlich. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Im Schiff. Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Was? Denkst du, das Schiff ist die Mandschurei, Gold? Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Ja, seien wir wachsam und warten einfach auf den richtigen Moment. Wir müssen zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, okay? Diese Arschlöcher wissen genau, was sie tun. Während diese Typen nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Ja, klingt nach einem Plan. Ich auch. Was da wohl passiert ist? Was? Als wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen, stand da was im Kleingedruckten. Gibt das eine Rechnung mit Einzelkosten? Schwerlich, Explorer, das sagt die Maschine. Denn die Tufu les Sout. Les Sout? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Qu'est-ce que t'as dit? Arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voler et là on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort et on a des prisonniers. Ça va trop loin tout ça. Vos gueules! Fermez-la tous les deux. Je suis le capitaine et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Kleines Wuffi. Hm? Ein kleines Hundi. Oh. Ach, auf dem Bild. Lauscht die gerade so ein bisschen. Okay, die Wachen sind weg. Ja, ich habe da hinten irgendeinen Schacht frei gedingselt. Ne, die sind doch nicht weg. Einer ist noch da und passt auf. Klasse. Von allen möglichen Orten starb ich auf einem Geisterschiff. Ja, von dem der Brief hier ist, von dem habe ich die... Welcher Brief? Liegt. Warum es wohl verlassen ist?
Ja, ich finde die Brille auch sehr unheimlich. Was für eine Brille? Hast du hier auch irgendwo rumgeguckt? Nein, ich habe die Wachen belauscht. Kann ja sein, dass es irgendwie sinnvoll ist. Ich fange jetzt an zu gucken. Stell dich mal nicht so an. Ja, oh, eine Brille. Das ist echt unheimlich. Ja, nein, so unheimlich ist es nicht. Das ist nur eine Brille. Hast du gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey. Hier, hier. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Wow, wow, wow. Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Jorini, wenn du dir deine Hand brichst, ne? Halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Quatsch, mir passiert doch sowas nicht. Ach, das ist ordentlich. Ach Gott, jetzt machst du noch so einen Krach. Er ist so schwach, der macht hier gar nichts. Wow! Da hast du ja wieder mal den absoluten Held gekriegt, ne? Ja. So, und ich hab mir nichts gebrochen. Mit dir. Digga, ich hab nur A gesehen und war direkt weg. Schon das zweite Mal, dass du fast jemanden getötet hast. Oder vielleicht getötet hast. Nicht nur vielleicht. Wir müssen jetzt weiter. Nein, scheiß drauf. Wir müssen Fliss holen. Sie wurde wegen mir geschnappt. Niemals. Sorry. Keine Rettung. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Ach ja. Du hast recht. Aber ich bin ja froh, dass es nicht mir passiert ist. Kommt schon noch. Nein. Oh, da liegt was. Ja. Ja. Hauptsache einfach mal weggegangen, ne? Ja, du standst wieder vor meiner Nase, okay? Ich stand wieder vor meiner Nase. Wenn ich da wieder irgendwas gemacht hätte, Okay. Oh Gott. Soll ich es dir vorlesen oder willst du es selber lesen? An die gesamte Mannschaft. Regeln zum Extrawachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten, kein Alkohol und keine Spiele. Wie langweilig. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen. Bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach 3A. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber ich bin irgendwo reingelaufen. Bist du etwa in 3A? Ist da auch rein? Bist du dieser Ab... Bist du den Gang geradeaus? Ah, nee, da bist du ja. Nee. Sie ist ein zähes Ding. Was machen Sie wohl mit ihr? Jay, du machst dich bloß verrückt. Hoff einfach das Beste, okay? Na, vielleicht habe ich sie auch gerade gekillt, wer weiß. Oh mein Gott! Was bist du jetzt erschrocken? Hä? Da war eine Ratte, okay, ist voll laut. Oh mein Gott, eine Ratte. Boah, ganz ehrlich, halt deine Fresse. Du hättest wieder gemacht. Nein, das stimmt überhaupt nicht.
mich in die Werfen. Ich erschreck mich eigentlich nie. Zum Beispiel nur, dass du was zu lachen hast. Mhm. Vielleicht kommt bei mir ja auch eine Ratte. Nein, bei mir kommt keine. Da, nicht mal die Wäsche haben sie gewaschen. Ich weiß nicht, wo du eine Ratte gesehen hast. Ja, das liegt daran, dass du blind bist. Nein. Nein. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Was bei mir stand da gerade so eine Lady, so eine Matrosenlady in der Ecke. Wir wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Was du wieder alles siehst. Da, und dann machst du auch noch die Sachen kaputt. Jetzt pass doch mal auf hier. Nein. Nein. Ja. Was war's? A3, wo der Spaß ist, ne? Hier sonst noch irgendwas? Nee, ich hab nichts gesehen. Naja, du nicht, siehst es ja. Ein Brief auf dem Klo, der kann nur wichtig sein. Ich vergesse immer, dass man gedrückt halten muss, wenn man was in die Hand nimmt. Eileen Reed, 3765 Crawford Drive, Allwood, Oklahoma, 3. Warum machst du Pause? Weil mein PC gerade wollte, dass er neu startet. Okay, aber du startest jetzt nicht neu. Scheißdreck. Okay, sehr gut. Aber in der Stunde kommt das gleiche nochmal. Okay. Liebe Ailes, ich komme endlich nach Hause. Noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sag Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß... Es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befinde sich an Bord. Und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil. Wir drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören. Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach? Was ist das für ein Satz? Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert XX. Was wohl mit dem passiert ist? Wie hießen die zwei Soldaten am Anfang nochmal, wo wir gespielt haben? Charlie und Chuck und... Ja. Oha, ich hab jemanden gesehen. Achso, aber wenn ich jemanden sehe, ne, dann lauf ich wieder scheiße. Ja, ich hab ja auch wirklich jemanden gesehen. Können wir uns bedienen? Aber jetzt ist keiner mehr da. Wir brauchen die Verteiler. Na, dann muss ich das nochmal lesen. Oh, hier flüstert mir jemand was ins Ohr. Mir auch! Was geflüstert? Ah, das haben alle gehört, nichts. Okay. Wo bist du lang gelaufen? Geradeaus weiter. Alter, da stand jemand. Ach, jetzt ist das wahr. Und voll nett gesehen. Nee, alles gut. Ganz dubiose Situation. 19. Juni habe im Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unser Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei einer Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Große Belastung könnte
leicht einen Kehlbruch verursachen. 20. Juni, es gab Beschwerden über Füllfunktion der elektronischen Ausrüstungen. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich in Whisker-Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whisker-Bildung verlangsamen. Mhm. Sprich, alles geht den Bach runter. Alles geht den Bach runter. Wir lesen oder nur das Gleiche? Bitte was? Na, ich wollte nur wissen, ob ich da auch was anderes lesen könnte, wenn ich das nochmal aufhebe. Ein Rattenschädel. Hilft uns das weiter? Ich glaube ja nicht. Ekelhaft, die gehen da alle barfuß lang. Ja, was machen wir, wenn du keine Schuhe anhast? Oh, hallo Lady. Oh. Hast du jemanden gesehen? Ja, die Lady. Ich sehe andere Leute. Oh Gott, das ist jetzt viel zu lesen. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol... Was? Ach so, ich laber Scheiße. Okay, das ist nie passiert. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das ganz schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Wahrscheinlich hast du nur mit ihm gequatscht. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, da war so ein Kerl und er hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Wieso geht's hier? Was passiert hier? Wieso hab ich einen schwarzen Bildschirm? Weiß ich nicht. Okay, jetzt nicht mehr. Du hast nichts irgendwie getriggert oder so. Nee, aber da hinten ist noch eine Vorahnung, falls du... Okay, warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich war. Vielleicht ist es ungewöhnlich, aber er meinte, da war so ein Kerl und der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag der 13. Paris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Paris meinte nach 4 Tassen, er hätte sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werd mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen sie uns heute Nacht an. Sonntag der 15. Alles abgesagt. Der Typ, mit dem ich rein wollte, ist krankgeschrieben. Doc Finlay denkt, der ist ein Drückeberg. Okay. Oh, hab ich dich gerade? Ja. Oh, I'm sorry. Alles gut. Der Vorahnung ist Alex übrigens, ich glaube, gestorben. Wow. Hast du sie getötet? Ihn? Ja, hallo. Das ist doch eine Falle. Das ist doch safe eine Falle. Wir müssen aufpassen.
Vielleicht eine Falle. Y'a quelqu'un? Tja, ich schätze, das ist keine gute Idee, was? Ja, Mann, ist es nicht wert. Ok, qui est là? Je vous ai entendu. Qui est là? Easy peasy, keiner m'y umgebracht. Doch. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Wir folgen ihm. Nicht aus den Augen lassen. Hast du... Wohin bringst du mich? Du glaubst das nicht. Okay. Was denn? Da war so eine Erscheinung und die hat wieder einfach weggebeamt. Die hat nicht mal Hallo gesagt. Bei mir war da eine Ratte. Nee. Okay, wir sind wohl an unterschiedlichen Positionen. Verdammt! Yes. Und jetzt über die Schädel ziehen. Zurück! Winkel weg. Was nett. Du weißt gar nicht, was du tust. Du machst doch bloß, was er dir sagt. Wen spielst du jetzt? Alex. Okay. Internes Memo an die Crew, Bereich 7C wurde für die Warte Dauer mal kurz, der Überfall... sorry. Ja, jetzt? Sorry. Als temporäre Kapelle eingerichtet, von der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. Bezeichnis... Mogenkaplan. Kopieren QMS Ames. Amen. Ja. Genau der. Warte, bist du Conrad oder bist du Julia? Nein, ich bin überhaupt nicht bei dir, ich bin die... Du bist Fliss? Ja. Ja, also dann stirbt man nicht. Ich geb mein Bestes, du hast mich in die Scheiße geritten, ja? Scheiß, egal. Diese Steuerung, ich komm da sowas ja, von überhaupt nicht drauf klar. Ja, ich raste damit auch richtig aus. Ist das ein Schrein aus Bomben? Keine Ahnung. Sieh mal hier. Der Kurs wurde aktualisiert. Was heißt denn das? Wo die Geschichte lang geht? Okay. Ich hab gedacht, das... Ein Geräusch. Worüber redest du? Ich will jetzt kein Wort mehr hören.
Olson! Boah, haha! Ich bin nicht erschrocken. Es war nur ein feststellendes Haha. Bitte, du musst das nicht tun. Himmel! Oh, geh zu diesem scheiß Kopf, Digga. Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Oh, jetzt hat mein Bewacher Angst. Ich bin wieder gemein zu den Menschen. Ich? Wo sind all deine Freunde? Als ob ich jemals gemein wäre. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und uns finden. Los! Ich hab ne Schraube. Merde! Qu'est-ce que tu fais? Ist der behindert? Das sagt zu mir die ganze Zeit. Oh! Lass mich doch auf das fucking Bild gucken. Los weiter. Frühstück, gekochte Eier, Bratkartoffeln, gebackene Bohnen mit Speck nach Navia, Rindfleisch in Sahnesoße auf Weißbrot. Was? Eier mit knusprigen Speck, Kartoffelröstis mit Speck, Haferflocken. Mit Speck. Mittagabendessen, gegrillter Heilbutt mit Kartoffeln und Lima-Bohnen, Roastbeef, Gemüse, Roastbeef mit Salat und roter Beete, gebratenes Lamm mit Kartoffeln und Karotten, Rinderragout, Schmorleber mit Buttererbsen und Erbsen. Okay. Wow. Hört sich doch gut an. Warte mal ganz kurz. Was zum Teufel? Es ist hier was Dramatisches passiert. Du liest mir Kochrezepte vor. Aber ich glaube, wir haben einen Gegner weniger. Und ich lebe noch. Ich muss schnell drücken. Ich hab's verkackt, kann ich's nochmal probieren? Wow, aber mich ankacken. Dafür hab ich's diesmal geschafft, ja? Ich hatte nur eine Chance. So. Boah, nee, ich komme nicht darauf klar, dass die alle barfuß gehen. Wo gehe ich denn jetzt hin? Da oder da? Ich habe zwei Wege. Ah, jetzt kann ich auf das Bild gucken. Die nächste Vorahnung. Was haben wir denn Schönes hier? Oh, mein Bruder! Oh, 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 oh. Oh, Kacke. Okay. Hast du ihn etwa auch getötet? Ich habe gerade ein Messer aus der Küche mitgenommen. Hallo. Und in der Vorahnung wurde gerade mein Bruder mit einem Messer gestochen. Upsi. Und Julia dachte so, hey, du erschließt doch den Falschen. Okay. Alles klar. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Ja. Mal gucken, ob wir den überleben lassen kriegen. Das liegt in deiner Hand, also nein. Sieht nicht gut aus. Bist du tot? Ich glaube nicht. Noch nicht. So, Mittwoch, 18. Juni. Bin noch lange nicht auf See, aber das Essen habe ich schon gehörig satt. Er fraß heute Abend bei einem Witz. Ich denke mir, die Köche machen schon das Beste aus dem, was wir haben. Aber für etwas Frisches könnte ich töten. Das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ist ein großes Glas voll frischer, kalter Milch zu trinken. Donnerstag, 19. Juni. Die amerikanischen Zeitungen berichten alle über das Massaker in Philadelphia. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, dass sich daheim die Leute auf den Straßen gegenseitig umbringen, während wir hier draußen sind, um unser Land zu beschützen. Nach dieser Lektüre hätte ich echt ein Bier vertragen können, doch leider hat der Captain sämtlichen
Alkohol streng verboten. Ich schätze, ich muss einfach heute Nacht Schäfchen zählen. Was muss er? Schäfchen zählen. Ach, Schäfchen zählen. Ich bin echt mal gespannt, wer von uns beiden den ersten tötet. Mann. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich das nicht bin. Ja. Wen haben wir denn da? Charles T. Pierce. 37847556T4243O. Rex Pierce. 2453 Peace Boulevard. Boston. Mass P. Keine Ahnung. Tja, da liegt er. Jetzt hab ich wieder zwei Wege. Ich hasse sowas. Aber ich geh jetzt erstmal hier gucken. Frag mich, ob ich es am Ende überhaupt hinkriege, dass die zwei noch heiraten. Die kacken nämlich die ganze Zeit rum. Ja, das ist... Oh! Ich hab auch ein Messer. Bug ist dich nicht, mein Bruder. Ja, du, mein Gott. Unfälle passieren. Du hast ein Küchenmesser. Hallo? Hallo, was? Du hast ein Küchenmesser gefunden. Ja. Aha. Aha mich nicht. Warum ahast du mich? Ich aha nicht dich. Aber bei mir fangen so langsam an, Dinge zu passieren. Boah, kann ich da rausgucken? Bei den Sägen. Was, du hast Sägen? Ich bin bei den Särgen. Ach, Särgen. Das ist Atra. Wow! Was geht hier vor sich?